ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Ich bin's Kati und heute gibt's mal wieder eine Idee für den Schreibtisch. Eine Pinnwand, eine Magnetpinnwand aus einem Ordner. Die könnt ihr ganz einfach nachmachen und wie das geht, das seht ihr jetzt. Für die Magnetpinnwand habe ich einmal Magnetfarbe. Die kann man einfach so kaufen. Ich habe die hier von Marabu. Dann habe ich hier Washi-Tape. Für die Farbe natürlich noch einen Pinsel. Ein Locher, Heißklebe, Papier, was ich nachher in meinen Ordner dann reinheften werde. Dann habe ich hier ein Schleifenband und natürlich einen Ordner. Da könnt ihr natürlich auch irgendeinen alten Ordner nehmen und den neu gestalten. Also ich habe meinen Ordner jetzt aufgeklappt und jetzt werde ich alles hier innen mit der Magnetfarbe anmalen. Meine Magnetfarbe ist grau, aber die gibt es auch in verschiedenen Farben. Und da halten dann hinter auch Magnete dran, allerdings nur, wenn man mehrere Schichten aufträgt. Also erst einmal auftragen, dann trocknen lassen, dann noch einmal auftragen. Und ich möchte das hier innen natürlich nicht anmalen, deswegen nehme ich das Teil jetzt hier einmal raus, klappe das auch hier so hoch, dass ich dann hier rundherum gut malen kann. Ja, dann kann es ja losgehen. Die erste Schicht habe ich jetzt fertig, das muss natürlich jetzt gut trocknen und dann werde ich noch eine weitere Schicht auftragen. Ich habe die Farbe schon mal ausprobiert und wenn man nur eine Schicht aufträgt, halten wirklich fast gar keine Magnete daran. Deswegen lieber 2 bis 3 Schichten und ja, dann hat man hinterher eine tolle Pinnwand. Ich habe jetzt mehrere Schichten aufgetragen und das Ganze gut trocknen lassen und jetzt schauen wir mal, ob da jetzt auch Magnete dran halten. Ja, perfekt. Dann kann es ja weitergehen. Ich habe schon mal ein paar schöne Magnete hier, die ich da gleich dran setzen werde. Auch einfach als Deko, aber man kann natürlich auch dann kleinere Notizzettel damit dran pinnen. Die kommen erstmal nochmal an die Seite. Und jetzt habe ich hier dieses Schleifenband. Und ich habe auch die Heißklebepistole schon erhitzt. Und ich werde den Ordner jetzt so zusammenbiegen. Also das Innere ist jetzt außen. Und ich brauche jetzt jeweils so ungefähr 10 bis 15 cm von diesem Schleifenband, also zweimal. So. Und die klebe ich jetzt an den Seiten einmal hier fest. Also an der Außenseite sozusagen, die jetzt innen liegt. Einmal hier und einmal hier. Also hier habe ich es jetzt festgeklebt und hier unten. Und das muss natürlich kurz trocknen. Und das gleiche hier auf der gegenüberliegenden Seite. Also da auch oben und unten einmal das Band festkleben. Wenn die Bänder jetzt oben und unten jeweils festgeklebt sind, dann kann man das jetzt aufstellen und das steht jetzt perfekt auf dem Schreibtisch. Dann habe ich ja hier diese Karten. Die habe ich schon mal oben gelocht, aber man kann die natürlich auch so seitlich lochen. Und da kann man zum Beispiel eine To-Do-Liste drauf machen. Oder man druckt sich Kalenderblätter aus oder malt sich selber einen Kalender, ein Foto und so weiter. Das kann man jetzt alles hier so dran heften. Dann habe ich ja noch ein bisschen Washi-Tape zum Verzieren. Da werde ich jetzt noch ein bisschen schön was überall dran kleben. Zum Beispiel hier oben an der Kante, da habe ich ja das alles angemalt und es war ja erst glatt und jetzt habe ich es so rumgeknickt. Dadurch sind jetzt hier so ganz kleine feine Risse oder auch hier an den Rändern, das finde ich nicht so schön. Da werde ich jetzt überall noch ein bisschen von meinem Washi-Tape draufkleben und dann ist schon fast die Pinnwand fertig. Wenn man einen großen Schreibtisch hat, dann kann man das super schön mit auf den Schreibtisch stellen und hat dann immer alles im Überblick. Kann sich immer alles hier so reinheften, also einfach nur lochen und dann reinheften. Und zusätzlich natürlich hier mit Magneten oder noch mit kleinen Klammern Zettel dran festheften. Ich finde, das sieht super schön aus und von hinten ist da ja auch jetzt eine komplette Magnetwand. Das habe ich ja auch alles mit der Magnetfarbe angemalt.
Ich finde es super schön. Ich finde, es sieht stylisch aus mit diesem Grau, kombiniert vielleicht mit ein bisschen Pink, mit ein bisschen Weiß. Also super schön. Man kann es natürlich in allen möglichen anderen Variationen auch machen, in verschiedenen Farben. Es ist aber so einfach. Man kann einen alten Ordner nehmen und daraus dann eine ganz neue, tolle Pinnwand machen. Vielleicht habt ihr Lust, so eine Pinnwand nachzumachen. Die steht auch wirklich ziemlich gut hier. Also wenn man hier an den Seiten dann diese Bänder befestigt, steht das Ganze, es rutscht nicht auseinander. Und ja, sieht einfach cool aus. Was sagt ihr dazu? Findet ihr das auch so cool wie ich? Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da für mein Video. Sonst schaut natürlich unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!